Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest hier zu einer weiteren Folge. Schön, dass du wieder da bist. Wir sind heute auf der Karte Oberstedt unterwegs, denn diese kam nämlich letzte Woche nämlich neu auf OMSI Webdisk und diese wollen wir uns mal anschauen. Ich glaube, dass das gar keine neue Karte ist, sondern dass die jetzt halt nur auf OMSI Webdisk jetzt erschienen ist. Aber wir hatten sie, glaube ich, meiner Meinung nach noch nicht auf dem Kanal. Deswegen passt es. Wir haben hier leider heute kein Weihnachtssetting drin, aber zumindest ein Wintersetting, Schnee liegt, ihr seht's, wir haben einen weißen Bus, einen O530, großartig von Morphy in der fünften Version, dementsprechend, ja, lasst uns mal das Ganze jetzt hier starten, vorbereiten, damit wir unsere Fahrgäste hier abholen können. Dementsprechend springen wir hier schon mal rein und ja, hoffen natürlich, dass das hier heute alles gut geht. Ich muss erstmal Track AR wieder einschalten, damit das Ganze wieder pass funktioniert hier. So, dicke. Genau, bau dich auf, aber wir können schon wieder ausmachen. Hallo, gehst du auch an? Oder ist dir zu kalt? Ist dir wahrscheinlich zu kalt, ne? Vorrat zu gering. Aber geht nicht an. Okay, das sollte so nicht sein. Ah, jetzt. Ah, dankeschön, dass du mal angehst. Ja, manchmal Technik. So, wir können das berühren. So. Linie Kurs einstellen. Das hatte ich, was war das? 022. 01 haben wir hier. ZOB Oberstedt, wundervoll, Heizung an. So, dementsprechend Lüfter volle Pulle. So, Licht an. Haben wir Gang rein. Handbremse raus und los geht's. Wir müssen jetzt erstmal drehen hier. Oder? Mussten wir jetzt überhaupt drehen? So, werden wir ja gleich sehen. Oh, was ist denn die Karte? Was ist los hier? So, genau. So. Guten Morgen. Morgen. Einmal Tageskarte, 9 Uhr. Nächste Haltestelle, Stadttheater. Danke. So. Na denn, auf und davon würde ich sagen, Leute. Nächste Haltestelle, Industriepark. Mann, du bist zu schnell. Kriegst du das nicht mit? Nächste Haltestelle, Stadttheater. So, Stadttheater. Ja, also 5 Minuten ist schon ein bisschen knapp, muss ich mal sagen.
So, ab zum Stadttheater. So. Du fährst erstmal raus, kommst erstmal gleich schön in eine Baustelle rein. Ja, fantastisch, ey. Es läuft auf jeden Fall sehr gut, würde ich sagen. Nämlich überhaupt nicht. Der muss hier haufenweise was mal nachladen. Das ist ein bisschen lästig. Guten Morgen. Moin. Guten Tag. Eine 9 Uhr Tageskarte, bitte. So, was bekommst du wieder? 50. Danke. Oh, was ist denn das jetzt hier? Mann, nicht ärgern bitte. Heute nicht jetzt. Oh, guck mal hier. Hier gibt es ein Problem. Scheinbar ist hier irgendein Bus nicht da. Ist, dass er aber auch nichts geschrieben hat, von wem das irgendein Bus fehlt. Weil normalerweise lasse ich es ja sowas immer kontrollieren. Ist das jetzt hier? Nächste Haltestelle. Hansenweg. Bisschen dicht beieinander, die Haltestellen. Mahlzeit. Guten Morgen. So. Nächste Haltestelle am Anger. Guten Morgen. Bitte Einzelfahrt Gesamtbereich einmal. So. Morgen. Hallo. Eine 9 Uhr Tageskarte, bitte. Ja, es tut mir leid, aber irgendwie, wie gesagt, haben wir hier heute irgendwo ein kleines technisches Problem. Der macht die Karte nicht so schön, wie es eigentlich sollte.
Man verlässt sich ja dann noch irgendwann auf diese Programme, so, weißt du? Wenn die Programme sagen, ist alles in Ordnung, selbst BBS meckert nicht, dann gehst du davon aus, dass alles da ist halt, ne? War zu früh. Warten wir noch einen Augenblick. Ich bin bloß mit 50 um die Kurve, jammert man nicht. Ich sage immer diese roten Ampeln. Oh. Keine Ahnung, was das ist, ey, wirklich. Zwei Minuten schon wieder Verfrühung? Ey, wie lange sollst du denn hier langfahren? Das ist ja unglaublich, wie viel Zeit du hier hast. Zum Beispiel hier diese Kasse in diesen anderen Mercedes, der jetzt ja als Payback gekommen ist. Weißt du, das würde schon vollkommen ausreichen, würde ich mich schon vollkommen zufrieden geben, ja? Also wie gesagt, ich denke mal, der Fehler, der liegt ja tatsächlich an der KI. Objekttechnisch wird alles da sein, aber wahrscheinlich irgendein Problem mit irgendeinem Bus oder sowas wird er hier haben. Der sucht wahrscheinlich irgendeinen Bus, da müsste man jetzt mal wieder gucken. Ja, ein bisschen lästig tatsächlich. So, können wir gleich mal ein Bild machen. Wie ja, schön dreckig ist hier unser Bus. Wir haben ja eh 2 Minuten Zeit jetzt aktuell. Jetzt können wir Däumchen drehen, würde ich sagen. Hier passt das auch ganz gut, weil hier kommen die Autos hier einfach an uns vorbei, ohne dass die jetzt hier, dass wir die jetzt blockieren, oder? Nö. Ach so, okay. Naja, müssen sie jetzt durch. Kannst ja nicht allen recht machen, oder? Also Track AR ist schon ziemlich cool, gell? Also wie gesagt, Weihnachten steht ja an und wenn ihr noch keine Weihnachtswünsche habt,
Und ich spiele gerne Omsi. Track IR ist großartig. Oh, die Zecke gar nicht runter. Und ich fahre hier schon so langsam jetzt. Guten Morgen. Bitte einmal 9 Uhr Tageskarte. Vielen Dank. So. Das hier ausmachen. Es ist halt immer noch ein bisschen Zeit, bei dir die Karte anzugucken, ein bisschen. Und zu grübeln, wieso die Karte hier so ein bisschen, naja, schlecht läuft. Haltestelle Helios Klinik. Oh, die müssen hier echt den richtigen. Wenn die so eine größere Dings haben, so ein Kollisions-Collider oder weiß ich, wie das jetzt hier im Deutschen heißt, dann kriegst du da echt Probleme. Schon wieder eine Minute? Was ist denn jetzt hier los? Moin Moin. Guten Morgen. Nächste Haltestelle. Pendeln. Übergang zu weiteren Buslinien der UVV. Zentraler Umsteigepunkt. Bitte benutzen Sie alle hinteren Türen. Nächste Haltestelle. Am See. Am See.
So an sich ist er ja schon putzig, ja, muss ich mal sagen. Die Linien sind jetzt nicht allzu lang, weil ihr habt ja schon gesehen, wir sind nur zwei Haltestellen. Dann sind wir schon wieder in Engeln. Also von der Länge, von der Streckenlänge her auf jeden Fall passt es ganz gut. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Aber irgendwas scheint hier zu fehlen und ich weiß nicht, was das ist. Das wird, wie gesagt, irgendein Busmodell sein. Oder natürlich jetzt hier nicht, dass wir jetzt hier irgendwelche Kinder jetzt hier den Popo abfahren. Nächste Haltestelle, Helios Klinik. Ich glaube, ich bin jetzt falsch gefahren, ne? Aber ist egal. Na, was soll denn das? Oh, Mann. Mal ein bisschen früher aufs Gaspedal treten, wirklich, ja? Nee, zwingt mich jetzt echt zum Abbremsen, ja? Oh, ja, jemand hat den Ortsschild umgekachelt. Nicht schlecht. Ich muss ja gestehen, eben gerade wo wir hier in diesen Ort hier reingefahren sind, dachte ich jetzt, jetzt war es das. Jetzt knallt um sie weg. Wir haben aber nochmal in eine andere Richtung geguckt und seitdem war es dann weg gewesen. Also hier ist was, finde ich natürlich ein bisschen blöd, ja, wenn hier so eine Dash 9 rumsteht. Oder keine Ahnung, was ist da, Union Pacific. Existiert doch hier gar nicht. Hallo, guten Morgen. Ja, eine Kinderkarte. Oder eine Kinderkarte. Eine Kinderkarte. Ja, genau, weißt du? 2, 4, 6, 8, 9. Zahlt die gleich wieder mit 10-Euro-Schein, ja? Na komm. Also wenn ich den Real-Bus fahre, hat das hoffentlich ein Ende, ey. Ich hoffe, da stottert der nichts. Also war dann vielleicht schon, ist mein Kopf denn oder sowas, weißt du denn? Hat dann schon so eine Omsi-Macke drin, weißt du, sodass du dann halt im echten Leben dann... Haltestelle. Engel, Übergang zu weiteren Buslinien der UVV. Zentraler Umsteigepunkt. Bitte benutzen Sie alle hinteren Türen zum Ausstieg. Oh ja, mit bisschen Verspätung, aber das spielt hier keine Rolle. Wer baut denn bitte im Kreisverkehr eine Haltestelle hin? Das ist vielleicht ein Schwachsinn. So.
Hier, gucke da. Da ist, hier ist irgendein Fehler drin. Irgendein Bus fehlt hier. Keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Soll uns jetzt aber auch nicht stören, denn wir sind nämlich an der Haltestelle angekommen, hier in Engeln. Und dementsprechend haben wir hier soweit alles geschafft, was wir schaffen wollten. Und ja, was soll ich sagen? Das können wir auch mal noch mitnehmen. Das ist eigentlich auch noch ziemlich nice. So, genau, haben wir das geschafft, hier was wir schaffen wollten. Die Tour ist abgeschlossen. Oberstedt findet ihr ab sofort auf OmsiWebDisk. Dort könnt ihr euch das Ganze runterladen oder in der Selbstbahn anschauen. Vielleicht findet ihr den Bus, der mir hier fehlt, komischerweise. Und ja, sonst gerne in die Kommentare posten, wie euch die Folge gefallen hat. Und lasst gerne ein Like da, falls euch das Video gefallen hat. Und sonst bleibt mir nur noch zu sagen, Leute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.